Hey Leute und herzlich willkommen zum neuen Video seit langem und zum zweiten Versuch von diesem Video, weil außerhalb meines Zimmers müssen die Leute natürlich immer quatschen. Egal was ist, brüllen die da rum und diesmal hoffen wir, dass sie nicht dazwischen quatschen. Und diesmal ist es ein Video, wie man anfangen sollte mit dem Games Workshop Hobby allgemein, also mit Warhammer Fantasy oder Warhammer 40k. Oder auch Herr der Ringe, aber dazu habe ich eben keine Figuren. Das finde ich generell auch nicht so toll, aber ist Geschmackssache. So, als erstes braucht ihr, und zwar wirklich als allererstes, das Regelbuch. Das habe ich einmal hier für Warhammer 40.000 oder Warhammer 40k. Das braucht ihr wirklich zuerst. Macht nicht den Fehler wie ich bei Warhammer Fantasy. Da habe ich nämlich immer noch kein Regelbuch und auch immer noch kein Armeebuch. Armeebuch, dazu komme ich gleich. Wirklich, ich hatte mir nur so Figurenset gekauft, wo 10 Nachtgoblins und Farben drin waren, was zwar eigentlich auch für Anfänger ist, aber ihr braucht das Regelbuch und das Armeebuch, sonst geht das nicht. Und warum das ohne Armeebuch nicht geht, zeige ich euch jetzt. Ich einmal hier für Warhammer Fantasy die Waldelfen, das Armeebuch dazu. Und für Warhammer 40k, da sind die Kodexe. Das Sternreich der Tau. So. Ihr braucht die, weil da drin stehen die Sonderregeln und die einzelnen Werte der Figuren und mit welchen Waffen man die ausrüsten kann und die Waffenprofile und so sind da alle auch drin. Darauf komme ich noch in den How-to-Play-Videos zurück, die ich zu den einzelnen verschiedenen Spielen machen werde und hier werde ich mal allgemeine Sachen machen. Dann braucht ihr noch zum Spielen erstmal ein Maßband oder ein langes Lineal mit Zolleinheiten drauf. Das ist hier die größere Einheit, ungefähr 2,1. Ne, ja doch, 2,1 irgendwas bla oder 2,4 noch was Zentimeter sind 1 Zoll. Als nächstes braucht ihr noch die Schablonen, 5 Zoll Schablone, 12 Zoll Schablone und die Flammenwerfer Schablone. Die sind ausgeschnitten vom Kumpel, sucht euch einfach ein, da könnt ihr die ausschneiden, bis ihr die normalen habt. Deswegen ihr kauft euch ein Starter Set, die sind wirklich sehr toll, aber dazu hatte ich nicht das Geld, leider. Und danach braucht ihr noch Würfel. Ich habe hier so stylischen Würfelkubus von Games Workshop. Da sind 25 Würfel drin, die ich jetzt mal hier so rausholen kann. Und da sind eben noch die extra Würfel dabei, die man braucht. Immer hier für Geschützwaffen bei Warhammer Fantasy, glaube ich, war der. Und der Abweichungswürfel für Artilleriesachen bei Artilleriewaffen bei Warhammer 40k. So, dann, wenn ihr die Figur, dann könnt ihr euch die Figuren kaufen und auch wirklich erst dann. Macht's nicht so wie ich wirklich. Ich rate es euch im Guten. Ich habe hier einmal stellvertretend für Warhammer Fantasy aufgestellt, 20 Nachtgoblins und für Warhammer 40k 6 Feuerkrieger, von denen nur 4 im Bild sind, da ist der Rest. Mit 2 Drohnen drin von den Tau. Und danach, wenn ihr die Figuren gekauft habt, dann müsst ihr sie ausschneiden, könnt ihr mit der Küchenschere machen, dann müsst ihr sie zusammenkleben. Da habe ich hier so einen Revell-Plastikkleber für Modellbau. Der tut sein Ding auch ganz gut. Also, da brauchen wir nicht unbedingt den Spezialkleber. Uhu, alles Kleber für Sonderfälle und um den Sand auf die Bases zu machen. Darauf komme ich in einem anderen Video nochmal zurück. Benutze ich diesen Holzleim. Der Sand hält trotzdem, auch wenn er kein Holz ist. Und ja, dann sind die Figuren leider noch unbemalt, dann müsst ihr sie grundieren. Das zeige ich in dem How-to-Paint-Video noch, also generell allgemeines Anmal zeige ich da. Ich mache keine speziellen Painting-Tutorials, es sei denn, ihr wollt es unbedingt. Und dazu braucht ihr natürlich erstmal einen Pinsel, weil ihr wollt die Farbe ja nicht mit euren Fingern auftragen. Da habe ich hier immer so einen von MacGuides, so ein Zweierpinsel, der tut's auch. Und hier von Citadel im Pinsel, der ist allerdings relativ schnell ausgefranst. Und den benutze ich jetzt nur noch, kann ich auch die oberste Ecke benutzen, den benutze ich für ganz feine Sachen. Dann braucht ihr Farben und ich sag euch wirklich, die Sachen von Games Workshop sind einfach mal die besten in vielerlei Hinsicht. Nehmt nur Citadel Farben. Das sind die von Games Workshop. Habe ich einmal hier Fist in Red. Ich schaue mir im Hintergrund auf. Mit Green. Und Karak Stone, das sind die aus dem neuen Farbsystem. Da habe ich sonst nur noch eine Haufenweise Farben aus dem alten Farbsystem und so. Und zum Grundieren der Miniaturen reicht auch ein ganz normales Schwarz und so weiter.
Und ja, wenn ihr das alles habt, dann könnt ihr euch glücklich schätzen. Ihr könnt dann alles anmalen und so weiter und spielen, aber benutzt wirklich nur die Farben von Citadel und keine anderen Farben. Hier ist nämlich mal eine Miniatur, die teilweise mit anderen Farben angemalt wurde, das Banner zum Beispiel, und ihr seht, das ist nicht sehr, sehr deckend, die Farbe, also, ja, wie soll ich das sagen, da schielt die weiße Grundierung noch durch. Und dann habe ich einmal ein Waldelfenkrieger von meinem Bruder angemalt. Hier sieht man, es sieht nicht wirklich toll aus. Er hat auch keine Zitadellfarben und der ist einer seiner ältesten Miniaturen. Also da ist man noch wirklich in der Übungsphase gewesen, nicht wundern. Aber trotzdem, ohne Zitadellfarben sieht es einfach mal schlecht aus. So, das war's. Wenn ihr das habt, könnt euch glücklich zurücklehnen, und wenn euch das nicht reicht, wenn ihr so wie ich in irgendeinem kleinen Loch unter Berlin liegt, ich erkläre mir das immer so, eines Tages musste Berlin mal kacken und dann ist unser nettes Ludwigsfeld hier rausgekommen. Und das ist das jetzt südlich von Berlin. Und natürlich gibt es hier kein Hobbyzentrum innerhalb der nächsten 21 Minuten mit dem Auto. Und ich habe kein Auto, weil ich habe noch keinen Führerschein. Und was soll ich denn ohne Führerschein mit dem Auto, hä? Und deswegen gibt es bei uns wenigstens einen Laden, der den Wald warf. Verkauft, oder zwei Läden. Das ist sozusagen die Zeitung von Warhammer und Games Workshop generell. Dort drin sind eben immer Artikel über die Neuheiten. Und sie ist wirklich aufwendig gestaltet, sogar mit so Aufklappseiten drin. Die zeige ich in einem anderen Video nochmal. Und die kommt monatlich raus. Und das ist eben die monatliche Dosis Hobby, die man dann eben so braucht. So, das war's erstmal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich werde auch noch How-to-Play-Videos machen, in denen ich die Regeln erkläre. Das wird relativ schwer in Warhammer Fantasy ohne Regelbuch und in Warhammer 40k auch ohne zweite Einheit, die ich habe, ohne zweite Armee. Da werde ich wahrscheinlich immer Feuerkrieger gegen Feuerkrieger spielen müssen. Und ja, ich werde auch noch andere Hobby-Tutorials machen, wo ich euch zeige, wie man eben Figuren richtig anmalt. Pinsel hält, das müsstet ihr eigentlich wissen und so weiter. Und ich gehe auch nochmal auf den White Dwarf ein. Und ja, wir sehen uns halt dann zu den Videos. Ciao.